Nummer zwei. Gestern waren wir noch Kinder. Scheinbar aus heiterem Himmel geschieht ein Mord in einer vermeintlichen Bilderbuchfamilie. Warum tötet Peter Klettmann seine Frau Anna? Nach und nach setzt sich das Puzzle zusammen, eine ausgesprochen spannende Serie, die geschickt mit unterschiedlichen Zeitebenen spielt. Ich hab's geliebt. Großartig. Und Serie Nummer drei. Schlag auf. Der Blaue Panther für die beliebteste Serie geht an. Gestern waren wir noch Kinder. Anfang dieses Jahres war Gestern waren wir noch Kinder die am meisten gesehene Serie in der ZDF-Mediathek. Der amerikanische Produzent Jerry Bruckheimer hat sich inzwischen die Rechte für eine Neuverfilmung in den USA gesichert. Danke für dich. Wir nehmen euch mal mit vor. Glückwunsch. So, wer möchte anfangen? Ich fange mal mit einer kurzen Anekdote an. Die Arbeit an dieser herausragenden Serie, für uns alle herausragend, begann mit zwei Momenten, die nicht unterschiedlich hätten sein können. Ich war auf dem Rückweg aus dem Urlaub mit meiner tollen Frau und mit meinen beiden tollen Kindern und las zum allerersten Mal, fing ich an zu lesen, die Drehbücher, die ich gerade per Mail zugeschickt bekommen habe, in einem Zug durch. Und dann kam der Schock, es waren nur vier, weil es gab noch nicht mehr Drehbücher und ich hatte noch über 3 Stunden Flugzeit und ich konnte also nicht erfahren, wie Natalie Scharf diese Serie beendet. Ich hatte keine Ahnung und ich saß da Stunden und wusste nicht, wie es weitergeht. Und liebe Natalie, die du das alles erschaffen hast, die das geschrieben, erschaffen, produziert hat, die leider heute nicht da sein kann. Vielen, vielen Dank für diese tolle Serie, für diese tolle Zusammenarbeit. Vielen Dank an Heike Hempel, Bastian Wagner und Corinna Marx und alle anderen vom ZDF, die mit uns zusammen dieses Ding durchgestanden haben. Und es war nicht immer leicht. Wir hatten so manche Gespräche, aber es war eine tolle Arbeit. Und vielen Dank an den Cast und damit übergebe ich an Julia. Ja, also, an der Stelle möchten wir uns bei all den Menschen bedanken, die im Endeffekt letztendlich der Grund dafür sind, dass wir gerade hier stehen, und zwar beim Publikum, weil ihr habt für uns gewotet. Vielen, vielen Dank an jede einzelne Person, die für uns gewotet hat. Das ist wirklich eine Riesenehre für uns. Wir freuen uns total und wir wissen, dass wir bei einem ganz, ganz tollen Projekt mitmachen durften und sind unglaublich dankbar dafür. Und es ist dann natürlich nochmal ganz, ganz toll zu sehen, dass das dem Publikum zu Hause genauso gut gefallen hat. Also vielen, vielen Dank.